Runde 22 in der Landesliga, Spitzenreiter World of Jobs VfB Hohenems, bekam es dabei mit der Viktoria aus Bregenz zu tun. Die Gäste aus der Hauptstadt von Beginn an gut in der Partie, bereits in der 9. Minute Ems-Keeper Bischof mit dem Abschlag, die Kugel kam postwendend retour, Bischof klärte zunächst gegen Poschadl, dann war aber Jovanovic zur Stelle und traf. Viktoria Bregenz lag im Herrenriedstadion mit 1:0 in Front. Die Bregenzer gegen die starke ersatzgeschwächten Emser auch in weiterer Folge ohne Respekt. Erneut ein schneller Angriff über rechts, Jovanovic mit der Hereingabe, aber Bischof auf seinem Posten. Dann erstmals die Hausherren richtig gefährlich, Feuerstein mit dem ruhenden Ball. Die Kugel setzte gefährlich auf, Meinrad hielt aber sicher. Dann aber wieder die Gäste, Poschadl über rechts, seine Flanke fand den Weg zu Lippburger, der schoss aber am Tor vorbei. Gefährlicher Ems, Feuerstein setzte diesen Kopfball aber drüber. Es blieb also beim 0:1, aber die Viktoria weiter im Vorwärtsgang. Jovanovic mit der guten Flanke, Altoran stieg am höchsten, Bischof aber mit einer Glanztat. Die Gäste ließen sich aber nicht entmutigen, spielten weiter nach vorne. Kurz vor der Pause wurde Lippburger am 16er freigespielt, er probierte es, schoss aber ebenfalls deutlich drüber. Rein in den zweiten Durchgang. Da legten die Emser gleich von Beginn an los, Feuerstein mit dem Weitschuss, auch sein Versuch aber klar am Tor vorbei. Die Gäste aus Bregenz ließen sich aber nicht unterkriegen, die Kugel lief gut und auch Chancen ergaben sich immer wieder, Poschadl probierte es hier ebenfalls aus der Ferne, auch sein Schuss aber klar vorbei. Dann wurden die Emser gefährlicher, Techt mit dem guten Antritt im Strafraum und der noch besseren Hereingabe, Wemmerson aber einen Schritt zu spät. Dann die 88. Minute. Dolischka mit dem weiten Einwurf, Feuerstein mit viel Übersicht und Wemmerson eiskalt. Der Tabellenführer glich aus, neuer Spielstand im Herrenriedstadion 1:1. Noch blieb allerdings ein wenig Zeit und die Akteure auf dem Feld gaben alles. Sallmayr schnappte sich die Kugel und versuchte es aus der Ferne, der Ball landete aber auf dem Tor. In der Nachspielzeit dann noch einmal Freistoß Hohenems, Dolischka mit der Hereingabe, Pernstich stieg am höchsten und traf, aber Schiedsrichter Gangelpfiff abseits. Es blieb beim 1:1, dies war gleichzeitig auch der Endstand. Also wir können heute mit dem Punkt sehr gut leben. Wir hätten aber am Schluss eventuell auch ein Spiel gewinnen können. Wäre kurios gewesen. Mit dem Spiel vom Mittwoch, muss ich sagen, das ist Unglaubliches passiert und es war natürlich sehr kräftezehrend. Das war natürlich heute bei jedem Spieler noch in der Knochen drin. Nichtsdestotrotz haben wir unheimliche Moral auch heute wieder bewiesen und haben verdient einen Punkt gemacht. Also es war absolut okay. Ja, es geht. Ich bin schon ein bisschen zufrieden, dass ich reingekommen bin. Das ist schon mal ein Erfolg. Ja, ich bin auch mit der Mannschaft zufrieden. Durch das, dass wir ziemlich viele, die gefehlt haben, sind ziemlich viele gefehlt. Ja, hat gut gepasst eigentlich. Ja, ich denke, dass wir durchaus zufrieden sein können, angesichts der vielen verletzten und gesperrten Spieler, die wir hatten. Wir haben eine sehr junge Mannschaft heute aufs Feld geschickt. Wir sind schlussendlich dann mit dem 1:1 belohnt worden. Ich denke, dass wir heute durchaus zufrieden sein können. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn es heute schon mit dem Aufstieg geklappt hätte, aber wir haben jetzt noch einige wichtige Spiele vor uns. Vor allem dann das VfV Cup-Finale und da konzentrieren wir uns jetzt drauf und hoffen, dass die Verletzten wieder zurückkommen.